Hallo Emre, danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute zu sprechen. Ich habe ein paar Ich Fragen danke an dir. dich. Ich habe unter anderem auch deinen Lebenslauf mir angesehen und habe gesehen, du bist in Kreuzberg aufgewachsen. Du hast an der Jacobs-Universität in Bremen studiert und dann hast du ein paar Jahre in England gelebt und hast an der Oxford-Universität studiert. Und ich wollte dich fragen, was hat einen motiviert zu der doch sehr bemerkenswerten akademischen Leistung, die du vollbracht hast? Gerne. Also ich hatte ganz am Anfang eigentlich einen ganz kleinen Maßstab, sogar als Kind, als Jugendlicher gar keinen Maßstab gehabt. So, ich habe genau nach der Grundschule war ich oft so in Kreuzberger Straßen, habe so mit der Jugendlichen bin ich abgehangen und habe mein Abitur auch, also bis zu meinem Abitur eigentlich nur bin deswegen zur Schule gegangen, weil ich zur Schule gehen musste. Ich war aber auch gut in fast allen Fächern. Und in der Abiturzeit, da habe ich gemerkt, dass eigentlich die ganzen, ich sag mal, ja, so die Werte und die jugendlichen Normen so auf der Straße, die sind ja eigentlich also nicht nur vergänglich und auch sehr oberflächlich, sondern die bringen eigentlich jetzt nicht unbedingt voran oder bilden sich gut aus. Und ich fand auch die ganzen generell wirklich die Akademie, fast alle Fächer sehr, sehr spannend. Und wollte unbedingt ja, eine bestimmte akademische Laufbahn. Das war in meinem Fall so Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, auch Sprachen. Da wollte ich mich weiter vertiefen und dachte mir, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken auf der Welt. Und ich sollte unbedingt die Chance ergreifen und so viel lernen, wie es auch nur möglich ist. Habe dann auch sehr viele Reisen, auch mit Hilfe meiner Eltern. Also quasi finanziellen Hilfe, auch ganz jung, so mit 14 Jahren. Das war der erste Moment, in dem ich sehr begeistert war von Oxford. Da hatte ich so eine Sprachreise, so eine Summer School war das, 2014. Genau, und das hatte mich schon so sehr beeindruckt, dass das für mich immer im Unterbewusstsein als Motivation, eine Quelle der Motivation gedient hat, einen globalen Maßstab. Da kam tatsächlich so ein Wettbewerbsgefühl in mir auf. Und da dachte ich mir, okay, ich messe mich mal so mit allen anderen, also nicht nur jetzt hier in Berlin oder Deutschland, sondern hey, sollte ich jetzt nicht irgendwie fähig sein, auch zu, ja, vielleicht klingt das jetzt wirklich so voll so wie nennt man das, aufgeblasen oder so arrogant war es aber nicht so. Es war für mich tatsächlich so Spaß oder so ein Spiel. Okay, ich messe mich mal so mit der Welt oder ich stoße wirklich an meine Grenzen und auch irgendwie versuche darüber hinaus zu wachsen. Und das war, genau, und das hat mich dazu bewegt, zunächst einmal wirklich die englische Sprache zu beherrschen, deswegen Jacobs University. Vorher war ich ja an der Uni Potsdam, mein Abitur, also für Berlin war das eigentlich schon, also für Berliner Schulen gut, aber noch nicht so gut, dass man an der FU anfangen konnte. Es war, was hatte ich für einen Schnitt, 1,9 oder 1,7. Genau, und das hat dann davor für mein Abitur nicht ausgereicht, genau, für den Bachelor-Anfang nicht ausgereicht an der FU, aber ich habe dann Uni Potsdam als Sprungbrett quasi benutzt, um in allen Fächern, die ich belegt habe, in allen Kursen, Seminaren eine 1,0 zu schaffen und dann mit den Noten Zwischenzeugnis an der Jacobs University beworben. Es war auch schon ziemlich anspruchsvoll, die Bewerbungsphase. Also, und dann Jacobs University auch sehr, sehr gut bestanden. Also ich war tatsächlich sogar Jahrgangsbester, ohne jetzt nochmal. Und dann, und genau, und Uni Oxford hat mich dann tatsächlich so nach einem anstrengenden Bewerbungsverfahren auch angenommen. Und da war ich auch sehr, sehr glücklich. Ja. Jetzt bist du wieder zurück in Berlin und kann man so sagen, dass Kreuzberg ist ja schon irgendwie eine Heimat für dich, oder? Du bist da aufgewachsen, du kommst jetzt zurück nach Berlin nach einer langen Zeit. Was macht genau Berlin oder Berlin-Kreuzberg vor allem zu deiner Heimat? Das ist eine gute Frage. Also, genau, hier sind so drei Punkte anzumerken. Genau, also ich habe mich immer schon in erster Linie mit Berlin identifiziert. Also Berlin war immer
hat genau, ja, so irgendwie ist man mit Berlin zusammengewachsen. Das ist also ein paar Charakteristika sind sehr, sehr heterogen, sehr multikulturell, sehr weltoffen und auch sehr, hat so, und dann kommen wir auf Kreuzberg, so Underdog, auch vielleicht so ein bisschen unterschätzt. Also man hatte wirklich so in Kreuzberg, wenn man da aufgewachsen ist, von anderen immer das Gefühl bekommen, manchmal so abwertend. Besonders, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber man muss echt anmerken, dass Kreuzberg nicht mehr, also vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren, ich weiß nicht, 10, 12, das Verständnis hatte, dass Kreuzberg also Arbeiterviertel, also sehr viele Arbeiterviertel, waren auch sehr viel, da war auch sehr viel Gewalt ganz am Anfang und sehr also nicht polarisiert, aber so in zwei, oder zwei oder drei Schichten oder Bevölkerungsgruppen separiert, also Türken auf der einen Seite, Araber und dann so, genau, auch, und dann sozusagen die Deutschen, so, ne, und ich weiß nicht, was sich vorher im Vorfeld abgespielt hatte, so vor meiner Geburt oder wie, aber irgendwie gab es dieses Verständnis von, ja, wir Türken, werden sowohl von den Arabern von Neukölln irgendwie hier bedroht und dann die Deutschen wollen uns mal unten halten. Keine Ahnung. Genau, aber irgendwie kam es dazu, dass sich irgendwie ja, also Kreuzberg unterschätzt, Menschen von dort, die schaffen es nur bis zum, keine Ahnung, so zu einem Arbeiter. Ist auch natürlich ein sehr, ja, ich sag mal, eine falsche Herangehensweise an Menschen, aber war nun mal so. Genau, und irgendwie hat man sich wirklich sehr verbunden gefühlt. Man ist ja dort aufgewachsen und jetzt mittlerweile, also das ist so quasi vielleicht der dritte Punkt, nicht nur Berlin, sondern besonders mit Kreuzberg habe ich mich verbunden gefühlt. Aber dann der Wandel, den sehr viele, obwohl, also Berliner meckern dann über alle Dinge, aber besonders. Der Kreuzberger Wandel zu einem Hipster-Bezirk und mit steigenden Mieten und mit sehr, sehr vielen neuen, quasi neuen Ausländern, diese so Spanier, Franzosen, sehr viele junge Leute aus England, wirklich aus vielen verschiedenen Teilen der Welt, das habe ich als sehr positiv eigentlich wahrgenommen, weil das entspricht, also kommt dem Begriff der Multikulturalität tatsächlich jetzt gerecht. Vorher war es eher bikulturell, würde ich sagen. Genau, und jetzt fühle ich mich noch mehr verbunden. Es war ja genauso irgendwie. Du bist ja in der türkischen Community auch groß geworden in Kreuzberg, das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Hast du das Gefühl gehabt, es gibt einen großen Zusammenhalt unter den Türken, die dort gelebt haben? Vor allem, weil ja alle sind ja zu einer ähnlichen Zeit nach Kreuzberg gekommen. Das war die Zeit der Gastarbeiter. Man wusste nicht genau, bleibt man in Kreuzberg? Ist das ein Ort, wo wir wirklich bleiben? Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es sind Kreuzberger. Aber war das ein starker Zusammenhalt, in dem du aufgewachsen bist? Ja, definitiv. Also besonders, also zunächst einmal ja, wenn man das so wirklich in einer homogenen Gruppe irgendwie zusammenfassen kann oder ja, irgendwie davon tatsächlich davon die Rede sein kann, es gab eine türkische Community, die war ziemlich stark. Also wenn du irgendwie türkisch sprechen oder türkisch auch nur aussiehst, auch wenn du Albaner bist, irgendwie kam es dazu, dass man sich so generell mit Ausländern, besonders mit Türken und auch Kurden, auch wenn es da Reibung gab zwischen Kurden und Türken, gab es da einen sehr starken Zusammenhalt und dann nochmal besonders in den Moschee-Communities, also so, da hat man jetzt nicht unterschieden zwischen Milli-Görüş oder die Diyanet, die quasi die staatliche Seite, sondern du warst dann nochmal quasi, hat so ein muslimisches Bewusstsein und es gab auch sehr viel Austausch zwischen den damals wirklich sehr, sehr viele Hinterhofmoscheen. Also es war sehr, auch hier sehr bemerkenswert. Aber dass man quasi so nochmal eine Community aufgebaut hat und auch sehr viel Austausch gab zwischen den, also besonders im Ramadan, das sollte man definitiv schon quasi erwähnen. Und ja, also das spricht, all das spricht dafür, dass da
eine sehr, sehr große und starke Community war. Ja. Es ist halt für, ich glaube, für Leute, die jetzt Kreuzberg nicht so gut kennen und die nach Kreuzberg kommen, da wirkt das ja auch immer sehr, also man kommt zum Beispiel am Cottbusser Tor an. Da sind sehr viele Leute, die gehen an einem vorbei. Es wirkt ein bisschen, also super viele Nationalitäten, vor allem heute hast du ja schon gesagt, dass sich das so geändert hat. Und vor allem damals, wenn das Klima schon ein bisschen rauer war und du hast ja auch berichtet, dass es sehr große Probleme damals gab, gab es etwas, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was dir geholfen hat, dich dort zurechtzufinden in Kreuzberg? Also eine Art Wert sozusagen. Ja. Verstehe. Also meine Eltern haben, und auch generell so in der Bildung, die ich genossen habe, hat jetzt nicht unbedingt Kreuzberg eigentlich also jetzt im Vordergrund eine Rolle gespielt. Dinge haben irgendwie indirekt dazu geführt, dass man ein Bewusstsein dafür aufgebaut hat oder sich mit Kreuzberg in quasi identifiziert hat, aber so direkt bestimmte Werte, ja, so Zusammenhalt, tatsächlich auch Solidarität unter Muslimen, unter Türken, dass wir alle quasi Brüder sind, auch eigentlich auch wirklich die Liebe zum Menschen, also es kennt keine Grenzen, also kulturelle oder nationale Grenzen, dass man erstmal ein Pflichtbewusst, also nicht pflichtbewusst, aber er so ein mutiger Mensch ist und mutig genug, um anderen zu helfen. Wirklich sehr, wir haben sehr, sehr viel Freizeitgestaltung, also so Ausflüge für Kinder, Nachhilfebetreuung, alles sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Und das war natürlich offen für alles. Das, natürlich haben da jetzt hatten wir in dem Verein, wo ich auch ehrenamtlich gearbeitet habe, nicht unbedingt deutsche Kinder gehabt. Die hatten es nicht wirklich nötig. Naja, es ist jetzt ist natürlich eine Annahme von meiner Seite aus, aber die, ich sag mal, Menschen, also genau, Menschen mit Migrationshintergrund und aus sozial- und bildungsfernen Familien oder sozial schwächeren Familien ohne akademischen Background, die hatten viel, viel schwerer. Das hat man auch wirklich schon wegen den Sprachbarrieren, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen sind, schon gespürt, dass all das, also die innere Solidarität und Hilfebereitschaft, ja, das waren so Werte, die dazu geführt haben, dass man sich in einer Community gefühlt hat. Ja, vor allem diese Werte, die du beschrieben hast, die wurden ja auch zum Ausdruck gebracht, das hast du bereits erwähnt, durch soziales Engagement. Ne? Man hat Organisationen und Vereine gehabt, die sich um die Belange der Menschen gekümmert hat. Und auch in gewisser Weise Halt gegeben haben und Sicherheit, um sich dort entfalten zu können. Definitiv. Das ist eine Organisation, wo du sagen würdest, da lohnt es sich auch für junge Leute mal vorbeizugucken, vor allem jetzt zur Corona-Zeit, ich vermute, vielen so geht, dass man sich ein bisschen zurückzieht und sich überlegt, hey, gibt es vielleicht noch etwas, was mich begeistert? Was hat das Zusammenleben wirklich ausgemacht? Und gibt es was, was ich zurückgeben kann? Gibt es eine Organisation oder Menschen, wo du sagst, ja doch, das sind Leute, wo man echt zugehen kann, wo man hingehen kann und einfach eine Möglichkeit findet, sich dort irgendwie gesellschaftlich zu engagieren als junger Mensch? Also ich bin jetzt nicht mehr so up to date. Also der Verein, den gibt es immer noch, das ist der Wachtet-Verein. Und dann gab es zwei bis drei Jugendzentren, in denen wir auch aktiv waren. Die haben auch immer noch auf, ob jetzt zur Corona-Zeit, das weiß ich leider nicht. Das ist das Chip-Jugendzentrum, die Naunienritze, die ist, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dann kann man sich auch gerne engagieren. Also damals waren die ganzen, Anführungsstrichen, so Gangster, aber auch Leute, die natürlich sehr harmlos sind und da für ihre Freizeitgestaltung reingegangen sind, für Tischtennis oder so, auch Hausaufgabenbetreuung gab es da auch. Die muss man für sich entdecken. Also man muss nicht unbedingt bei einer Organisation oder in einem Verein bleiben. Also man kann auch unabhängig, man kann sich quasi zur Verfügung stellen. Es sind alles voll liebe Menschen eigentlich, wenn man ganz am Anfang das Eis bricht und so den Zugang findet und akzeptiert wird, dann da ist auch sehr, sehr viel Bedarf eigentlich. Also genau, und wir hatten auch mit so Schulen zusammengearbeitet. UFUG.de, das ist auch ein Verein, da lohnt es sich auch. Also obwohl die bieten dann auch natürlich ein Honorar dafür an, aber da kann man auch Workshops mitorganisieren und gestalten. Das würde ich auch empfehlen. Es gibt echt sehr viele Möglichkeiten, die
Ja, ich glaube, was war da noch? Ja, ich glaube, vielleicht kommen mir später noch mal ein paar in den Sinn, aber dass die, die ich aufgezählt habe, genau, sollten auch schon. Ja. Was mir aufgefallen ist oder mit was ich mich auch beschäftigt habe die letzten Monate und Wochen, war immer, dass man sich mit der Thematik beschäftigt, wie wir es gerade gemacht haben, ne? Wir haben ein bisschen erzählt oder du hast vor allem erzählt, wie ist Kreuzberg, wie funktioniert das, wie ist das Aufwachsen dort, mit was für Problematiken hat man sich zu beschäftigen oder muss man sich beschäftigen. Und dann sieht man auch oft eine mediale Debatte, die geführt wird und die Probleme aufwirft, die nicht immer das eigentlich beschreiben, um was es geht, sondern man bekommt irgendwie so ein Bild, wie so eine Schablone von einem Thema. Und dann geht man durch Kreuzberg zum Beispiel und interpretiert das da drauf. Also zum Beispiel gab es ja vor ein paar Jahren die Debatte, glaube ich, die hieß, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Sind das solche Themen oder so mediale Themen, wo du denkst, okay, die erreichen die Leute auch in Kreuzberg oder wie wird da der Islam halt wahrgenommen, auch die mediale Auseinandersetzung, damit die auch meiner Meinung nach oftmals an Muslimen vorbeigeführt wird? Ja, das ist definitiv. Also es war eher eigentlich bis vor kurzem, wo dann Möglichkeiten geschaffen worden sind für die Partizipation von jungen Muslimen oder auch generell Muslimen in Deutschland. Bis vor kurzem haben fast ausschließlich alle das Gefühl, wirklich also so bedrückende Gefühl gehabt, dass die Debatte über sie geführt wird, ohne dass sie beteiligt sind. Und das war sehr frustrierend. Da war sehr viel Wut, sehr viel Ärger und auch sehr viel ein Gefühl von Abneigung, so Ablehnung. Und das war auch sehr, ja, wurde auch wirklich sehr polemisch geführt. Ja, besonders, genau, das sind so wirklich die Frage an sich ja schon sehr polarisierend, unabhängig von der Antwort. Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Dass man, also jetzt von heutiger Perspektive denke ich, das war so unnötig, hatte auch sehr viel Kraft. Also wirklich sehr viel Kraft, sehr viel Nerven, auch sehr viel. Also es hat mich oder auch viele andere Muslime, ich glaube schon, das war vielleicht eine notwendige Debatte, aber hätte nicht in der Form geführt werden müssen. Es hätte auch viel niveauvoller abgehen können, ablaufen können. Aber irgendwie hat das schon so auch seine positiven Aus- und Nachwirkungen gehabt. Muslime hatten dann quasi ein ja, bewussteres Auftreten, es hat zu gemischten ja, so Effekten geführt. Auf der einen Seite haben sich viele auch abgewendet, haben sich sehr so in einem Machtgefüge wiedergefunden, wo sie gesagt haben, ja, es kann doch echt nicht sein, dass ich irgendwie gezwungen werde, also überall damit konfrontiert werde. Es hatte, genau, also bis wirklich so in Umfelder und sozialen Umfeldern hat das Auswirkungen gehabt. Aber also der Großteil hatte sich damit und tut es bis heute damit auseinandersetzen müssen und hat dann auch dadurch an Bewusstsein, an Selbstbewusstsein und Sicherheit auch gewonnen. Und ich weiß nicht, wie es bei mir ist. Also ich habe dadurch auch viel Networking machen können und an sehr vielen habe mich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt und sehr, sehr gute, also mit anderen sehr gute Arbeit geleistet, sehr viel aufgebaut, so Aufklärungsarbeit sozusagen und auch mit Jugendlichen, sowohl mit muslimischen Jugendlichen, das war dann so eine Debatte über oder einfach nur so Identitätsfindung oder so Reflexion über ihre Identität, was ihnen wichtig ist, ohne irgendetwas aufzuzwingen, das haben wir gemacht. Und dann mit nicht-muslimischen Jugendlichen, da haben wir Vorurteile abgebaut. Also, hey, was denkt ihr denn? Also, wie viele radikal, also sowas, was in den Medien berichtet wird, ganzen so sehr radikalen Islamisten, wie viele gibt es denn davon? Und was denkt ihr denn? Also, warum das auch vielleicht so ist. Also die ganzen Radikalen, also quasi die Radikalisierungstendenz, die passiert ja nicht einfach ohne Grund, sondern genau, also wir haben tatsächlich auch sehr viele Dinge aufgeklärt und Integrationsbarrieren auch oder generell Barrieren auf beiden Seiten hoffentlich gut abgebaut. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass
vor allem bei der Debatte, und du hast sie schon angesprochen, gerade dieses Bild von dem radikalen Islam und den Akteuren, die sehr bekannt sind, bei Deutschen, bei Muslimen, bei Nichtmuslimen, aber die in meiner Vergangenheit eigentlich nicht so die zentrale Rolle annehmen, weil das sind ja nicht die Menschen, die du jeden Tag siehst. Und dann kommt es, dass du dich mit dieser Debatte der Radikalität immer wieder beschäftigen musst und immer versuchst wirst, da einzuordnen, und jeder Versuch, sich zu befreien, ist unheimlich kräftezehrend und anstrengend, weil man halt durch diese Schablone irgendwie auch diese Thematik wahrnimmt. Ja. Und das hat mich sehr belastet. Du hast es sehr, sehr präzise formuliert. Du hast es viel präziser formuliert, genau das. Also dass man irgendwann es leid war, auch wirklich so sehr real, also überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Also ich will schon realitätsfern sagen, aber auch das, dass man so mit Islamisten gleichgesetzt wird, auch so, also noch lächerlicher ging es dann nicht, so mit Terroristen gleichgesetzt wurde. Da hatte man echt irgendwie gar keinen Bock mehr. Man konnte dann die Menschen auch nicht erreichen. Also wenn man es hier und dort gelesen oder gehört hat oder auch in den Medien, das war sehr belastend. Das war auch so kräftezehrend, und irgendwann hatte man wirklich das Gefühl gehabt, muss ich mich denn wirklich damit beschäftigen? Es war nicht mehr konstruktiv. Also, ich muss mich, also, wieso? Ja, also, man hat sich irgendwie so voll in einem Dilemma gefühlt. Egal, ob man sich damit befasst, das bringt dich auch nicht weiter. Und wenn du dich nicht damit befasst, dann steht es einfach so da. Also, aber du musst dich ja irgendwie verteidigen. Das war irgendwie... Oh, ich kann mich echt erinnern, es war so wirklich frustrierend. Ja. Und genau, es war keine schöne Zeit. Ja. Ich auch, also ich muss sagen, ja immer noch vielleicht. Das ist immer noch zum Teil so. Das nehme teilweise, ich. Ich habe das Gefühl, es hat sich auch viel verändert. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die was getan haben aktiv und die das angesprochen haben. Und ich glaube, die Debatte wurde auch ein bisschen anders geführt, gerade wo Islamfeindlichkeit auch registriert wurde in der Bevölkerung, ne, dass das vielleicht auch einen Effekt haben könnte, dass die Menschen wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, sie können gar nicht unterscheiden zwischen einem radikalen Islam wie dem Islamismus und dem Islam, der in Deutschland gelebt wird. Und ich frage mich natürlich auch, ob das zu mehr Islamfeindlichkeit geführt hat bei den Leuten, weil sie halt die Unterscheidung nicht treffen konnten. Könnte eine Vermutung sein. Ich hatte auch immer ein Gefühl, dass zwei Sachen haben mich wirklich sehr, sehr doll dabei beschäftigt. Die eine Sache war, ich hatte auch oft das Gefühl, dass die Debatte so geführt wird wie diese wehrlosen Muslime in der Hinsicht, die sich irgendwie da ausgeliefert sind, diesen radikalen Strömungen. Wobei ich persönlich nicht immer das Gefühl hatte, dass die Leute in den Gemeinschaften, wo ich unterwegs war, wehrlos dagegen waren, sondern die haben ja auch bezogen. Nur die wurden meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen zu wenig medial dargestellt, sondern es ging irgendwie immer so darum, die sind sehr beeinflussbar von diesen radikalen Tendenzen. Wie hast du das wahrgenommen? Ob muslimische Communities, wie sie das aufgefasst haben, die mediale Berichterstattung, und ob sie tatsächlich irgendwie mit Islamismus oder mit den Islamisten zu tun hatten, oder war das die Frage? Der Meinung hast, dass so dieser radikale Islam, der gezeigt wurde, wirklich in den Moscheegemeinden, die eigentlich sich verteidigen natürlich dagegen. Man kann ja auch nachlesen, dass sehr viele Moscheeverbände machen Stellungnahmen, wenn Terroristen... Verstehe. Ja. Also es wirkt nicht so, als ob sie komplett wehrlos oder dem total blind daran vorbeigehen an der Debatte. Verstehe. Ja, sehr gut. Gute Frage eigentlich. Mal kurz überlegen. Es gab tatsächlich, also ein Effekt, der alle irgendwie direkt oder indirekt erreicht hat und auch dazu geführt hat, dass sie, genau, wie du es gesagt hast, entweder Stellung genommen oder indirekt irgendwie sich noch zugänglicher geworden sind und nicht so in sich geschlossen. Das hat man wirklich in allen Moscheen oder Verbänden gesehen und gespürt, dass sie sich einen Schritt in die Öffentlichkeit gesetzt haben, weil sie wahrscheinlich auch, sie wollten nicht mehr so als quasi die Randgruppe, von der man nicht weiß, wer sie überhaupt sind, so manchmal bärtige Männer oder so Frauen mit Kopftuch, die dann manchmal so aus verschiedenen Gebetsräumen quasi auf die Straße gehen. Dem wollte man entgegenwirken, diesem unbekannten Bild. Und man hat sich, und besonders Jugendliche haben das, manchmal konnten die Eltern nicht, es waren, also die Generation meiner
meine Eltern, die waren eigentlich auch schon wirklich sehr, sehr aktiv. Die haben die Vorarbeit geleistet und auch die Grundlage dafür aufgebaut. Aber besonders, also besonders bei Jugendlichen, so von meiner Generation, da habe ich nochmal gesehen, hey, das Bild entspricht überhaupt nicht dem Bild von uns oder von irgendeiner Gemeinschaft in unserer Umgebung. Es gab tatsächlich ein, also wirklich, die konnte man so mit der Hand zählen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, wo man so gesagt hat, hey, okay, sind die schon so, haben die so einen Hass schon oder haben sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie jetzt ein bisschen also sehr radikal sind? Es gab vielleicht nur eine Moscheegemeinde in Berlin, aber mit der, also davon haben auch alle anderen muslimischen haben die muslimischen Communities und Moscheen auch Abstand sofort genommen und wollten sich nicht mit Hass oder mit hasserfüllten Stellungnahmen identifizieren oder in einer Linie sein. Sie haben sofort Stellung bezogen oder auch ihre Türen geöffnet. Tag der offenen Moscheen war da, es gab wirklich viel, sehr viel Austausch hat dann auch stattgefunden. Also ich kann Beispiele vom Wahdet geben. Wir hatten Tage gehabt, wo so Informationsveranstaltungen, auch genau Tag der offenen Moschee war auch dort ein quasi wurde mehrmals auch auf die Beine gestellt und genau und die Jugendlichen wollten dann nicht mehr wahrgenommen. Es gab sehr viele Projekte wie das Juma-Projekt, Jung Muslimisch Aktiv, auch das RAA, das war die Arbeitsstelle für Demokratie. Vielleicht geht der Name was weiter ist, und auch Stiftung Mercator. Es gab sehr viele, genau, sehr, sehr viele Institutionen, die dann auch mit angepackt haben, wo auch Muslime sich engagiert haben und Junge Islamkonferenz auch, genau. Es gab viele verschiedene Wege, wo Muslime wirklich in den Vordergrund getreten sind und gesagt haben: Hey, stopp, das ist echt eigentlich eine Manipulation, die da hier abläuft in den Medien. Und jetzt kommen wir mal zu Wort und berichten und erzählen von uns und bauen dadurch einen Draht auf zu der Bevölkerung, die genau, wo vielleicht was du davor gesagt hast, ob die quasi der, ich sag mal, die Islamophobie, ob das jetzt weiter Fuß gefasst hat oder nicht, auch wieder davon abhängt, ob man mit Muslimen zu tun quasi mal gesprochen hat oder irgendeine Verbindung hat, besonders so angesichts von AfD, die an Macht gewonnen hat, aber auch sich die Zahlen anguckt, die Region, wo sie Macht bekommen hat, da kann man schon sehen, dass das wirklich so Regionen sind, die wo fast gar keine Muslime leben oder auch sehr wenige und wo die Bevölkerung immer noch nicht wirklich weiß, wer das überhaupt sind. Also ein stereotypisches Bild von Muslimen haben. Und es ist ein sehr, sehr negatives Bild. Wenn du dir in Zukunft zum Beispiel das Zusammenleben der Menschen vorstellst, was heute wirklich schwer ist, vor allem wir hatten jetzt diese Pandemie, das hat die Leute ein bisschen mehr zurückgezogen. Aber wenn es in Zukunft was gibt, was sehr wichtig ist im Zusammenleben der Menschen und gerade auch in Kreuzberg mit den ganzen Kulturen und unterschiedlichen Herkünften, worauf kommt es an? Also was ist wichtig für dich, dass man aufeinander zugehen kann? Es klingt vielleicht paradox oder ist in sich paradox, weil in dem Moment, wo man es ausspricht, verdammt man es dazu oder spielt darauf an, dass es nicht normal oder selbstverständlich ist, aber es ist gerade die Normalität, oder die Selbstverständlichkeit, dass Muslime oder Nicht-Muslime, also wirklich, dass man diese Themen schon so weit überwunden hat und all die Vorurteile abgebaut hat oder auch oder ich sag mal ja so die Antipathien, dass man imstande ist, dass jeder imstande ist, in einer als selbstverständlich betrachteten multikulturellen oder multireligiösen oder nicht religiös, ist auch wirklich egal, in einer Gesellschaft lebt, die sich in der sich die Mitglieder, die Individuen respektieren und nicht in Schubladen oder in irgendwelche Stereotypen oder genau doch Schubladen kategorisieren und dann das tatsächlich wahrscheinlich wird es eigentlich unabhängig von Religion oder nicht, immer wieder geben. Also ob es jetzt die sozialen Klassen, finanzielle Schichten,
ob es andere Schablonen sind, die wir auf andere Menschen leider anwenden möchten. Aber vielleicht haben wir dadurch eine, also ich hoffe, eine Gesellschaft aufgebaut, in der eine weitere Schablone abgenommen wird. Genau, es ist eine Normalität herrscht, eine Selbstverständlichkeit, dass andere, dass man mit Menschen zusammenleben kann, die anderen Religionen angehören und aus anderen Kulturkreisen kommen. Das wäre vielleicht wirklich, aber auch schon so weit, dass man keine, also dass man keine Energie, dass man die eigentlich die Energie auf darauf, also dafür benutzen kann, in einem, also was auch immer deine Leidenschaft ist, da, dem nachzugehen und den Menschen dadurch irgendwie etwas zurückzugeben, sei es Sport, sei es, keine Ahnung, es kann alles möglich sein, Fotografieren, Kunst, es kann auch Forschung sein, in die man eigentlich gehen wollte, was es auch immer ist, Autor sein, Schriftsteller, genau, das wäre wirklich, das war der Traum. Ja. Emre, ich bedanke mich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke Danke dir. für dich. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Es war, hat echt Spaß gemacht und hat auch gut getan, wieder mal darüber zu reflektieren. Danke.